Liebe Kampfsportfreunde, jetzt gehen wir weg vom normalen Kickboxen, vom Full-Contact. Wir wechseln jetzt in eine Finalklasse über, und zwar im Kickboxen mit Low-Kick. Der Unterschied zum normalen Kickboxen ist dahin, dass die Kämpfer jetzt auch Fußschläge unterhalb der Gürtellinie auf den Oberschenkel des Gegners durchführen dürfen. Also Kickboxen mit Low Kicks, also mit tiefen Fußschlägen. Und hier sehen wir in der Klasse bis 63,5 Kilo, Halbweltergewicht, in der roten Ecke den Saiko Jan. Er ist 22 Jahre alt, kommt aus Ingolstadt, kämpft auch für den Kickbox-Tempel Ingolstadt. Betreibt seit sieben Jahren Kickboxen, und sein größter Erfolg war bis jetzt Europameister. Trainiert wird er von Jens Linto. Und Sie sehen schon, die ersten Schläge gehen schon auf den Oberschenkel, was natürlich auch gepunktet wird. In der blauen Ecke sehen wir Yazdani Ali, 21 Jahre alt. Er kommt vom Boxclub Chemnitz und sein Land ist Afghanistan. Er ist hier in Deutschland ein Asylsuchender. Betreibt Kickboxen seit 10 Jahren und sein größter Erfolg war letztes Jahr und heuer sächsischer Meister. Er hat bis jetzt 8 Kickboxkämpfe bestritten und sein Trainer heißt Ralf Köstler. Sein größtes Ziel ist natürlich, auch weit nach oben zu kommen, und das hat er sich für dieses Jahr als deutscher Meister gesteckt. Die Kampfführung hier im Kickboxen mit Low-Kick ist etwas anders. Man muss natürlich aufpassen, vor allen Dingen auf das vordere Bein, das vom Gegner natürlich leichter getroffen werden kann. Und so ein Low-Kick, wenn man den jedes Mal nehmen muss, der hinterlässt natürlich Spuren. Die Beweglichkeit lässt nach und es kann natürlich bis zum absoluten Versagen der Standfestigkeit führen. Der Kämpfer in der roten Ecke, Saiko Jan, liegt leicht in Führung. Und sein Trainer hat mir vorher gerade gesagt, dass er im Juni diesen Jahres in Tokio bei einem Grand Prix-Wettbewerb im K1 kämpfen wird. K1 Kickboxen ist noch einmal etwas anders, da kommen nämlich zu den Low Kicks auch noch die Kniestöße dazu, die hier in dieser Sportart K1 dann ebenfalls erlaubt sind. Aber das sehen wir dann gleich im Anschluss an diesem Kampf, wo dann die K1 Finals gestartet werden. So, Runde frei, Runde 2 ist eingeläutet. Kämpfer versuchen immer wieder natürlich diesen Low-Kick anzubringen. Dazu
dazwischen ein paar Fausttechniken, aber in erster Linie ist der Fokus Angriff auf den Oberschenkel des Gegners, wo natürlich auch jeder Treffer Punkte bringt. Der Oberschenkel ist immerhin leichter zu treffen als der Körper oder der Kopf mit den Beinen. Jan Saiko aus Ingolstadt hat sich schon ein kleines Polster. Er punktet. Und ich denke mir auch, dass er diesen Vorsprung nicht mehr hergeben möchte. Ja, wahrscheinlich sogar noch ausbauen möchte. Ja, kurze Unterbrechung wegen eines Tiefschlags, der in der Hitze des Gefechts passiert ist. Der Kampfrichter kann bis zu einer Minute Pause geben, damit sich die Kämpfer erholen können. Ende der zweiten Runde und Jan Saiko aus Ingolstadt liegt deutlich in Führung gegen Ali Yazdani. Runde 3 läuft im Finalkampf bis 63,5 Kilo Kickboxen mit Low Kick. Ja, ein schöner Rundkick zum Kopf jetzt von Saiko Jan. Und er zeigt hier schon, dass er hier der Chef im Ring ist. Er hat immer eine Hand oder ein Bein mehr im Spiel als sein Gegner Ali Yazdani. Da wird sich auch nichts mehr ändern. Bis zum Schluss des Kampfs. Diesen Kampf wird Jan Saiko sicher nach Hause bringen.
Kampfrichter ermahnt, Ali Astani nicht festzuhalten. Bein darf nicht festgehalten werden. Oh, ein wunderschöner Doppelkick, ein gesprungener Kick. Ganz toll gemacht. Zum Finale, zum Schluss der dritten Runde. Und der hat auch getroffen und hat Schlagwirkung hinterlassen.